Kaum entspannt sich die Hochwasserlage im Westen Deutschlands, schon bahnt sich im Südosten des Landes eine neue Hochwasserlage an. Während sich das Wetter im Westen in den kommenden Tagen beruhigt, wird die feuchte Luft über Deutschland gegen die Berge gedrückt. Im Erzgebirge und an den Alpen setzt dadurch Dauerregen ein. Im Erzgebirge lässt der Regen im Lauf des Samstags nach, an den Alpen regnet es von Freitagabend bis Sonntagabend fast durchgehend. Der Schwerpunkt der Regenfälle liegt im Chiemgau und im Berchtesgadener Land. Dort sind über 150 Liter pro Quadratmeter möglich. Und obwohl die Flüsse dort große Wassermassen aushalten können, wird von einem starken Hochwasser ausgegangen. Besonders an der Tiroler Ache und der Traun könnte die höchste Meldestufe erreicht werden. Und auch an den umliegenden Flüssen ist Warnstufe 3 von 4 möglich. Östlich des Inns fällt weniger Regen, dort wird ein geringerer Anstieg des Pegels erwartet. Und auch die großen Flüsse Inn und Salzach können die Wassermassen gut aufnehmen. Das Hochwasser fällt kurz, aber stark aus. Es bildet sich in der Nacht zum Sonntag aus und schon am Sonntag fällt dann auch der Pegel wieder. In dieser Zeit sollte man aber die Flüsse meiden, denn es besteht Mitreißgefahr. Die besten Vorhersagen für den Ort finden Sie auf weather.com.